Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Wiedenbrück mit einem Anstoßtrick in dunkelblau von links nach rechts und Wegberg-Beek in rot von rechts nach links. Was war das denn direkt zu Beginn? Davut Tuma, der neue Mann, darf da den Runenball treten. Kommt wahrscheinlich in den 16er, so ist es. Und erster Torabschluss. Torrens verliert den Ball, Domröse. Wieder Torrens gegen zwei. Und jetzt mal Zähleschuss. Könnte auch schießen, legt nochmal raus. Und die Riesenmöglichkeit für Brozovski. Wiedenbrück zeigt hier also direkt, was sie vorhaben. Und starten sehr offensiv. Und da können sie nicht klären. Und Brozovski auf der linken Seite und Zähleschuss. Nächster guter Abschluss, nächster guter Schuss. Und Meier, weiß ich nicht, ob der genau so geplant war. Der lange Ball kam ja an, aber oh, schöner Ball von Tuma auf Zähleschuss. Niklas Zähleschuss macht das fantastisch. Ganz überlegt, technisch sehr, sehr sauber. Und dann geht hier der SC Wiedenbrück in Führung. Und das ist verdient. Super Ball und auch super Torjubel von Niklas Zähleschuss. Und auch hier der Pass von Davut Tuma. Sehr, sehr gut. Und dann viel Platz für Zähleschuss, der lange Zeit hat, überlegt und dann alles richtig macht. Keine Chance für Ron Meyer. Und jetzt auch schon wieder vor dem Tor der Wiedenbrücker sind. Aber sie kommen eben bislang, anders als Wiedenbrück, nicht in die Abschlusssituationen. Kein Foulspiel, sagt Scheer. Und Stromberg auch hier. Jetzt mal der Abschluss. Und da muss Luca Beermann im Tor der Wiedenbrücker aber richtig fliegen. Super Schuss da aus der zweiten Reihe. Trainer Daniel Brinkmann ärgert das natürlich. Jetzt aber erstmal der Eckball. Und Ali weiß nicht mehr, wo der Ball ist. Der Ball ist im Tor aus. Wieder wird Beek hier sehr, sehr hoch angelaufen. Da bekommen sie immer wieder Probleme. Torrens hat den Ball noch. Sehr schön auf Kleefisch. Oben läuft Braun. Dauert aber auch hier ein bisschen zu lang für mich. Stromberg. Guter Ball auf Kleefisch, der da geschubst wird und den Strafstoß bekommt. Hier der Schubser von Amedik. Der Kleefisch da am Torabschluss hindert. Und dann ist das ein vertretbarer Elfmeterpfiff, der hier die Beker, naja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber etwas unverdient in den Ausgleich bringen könnte. Kleefisch gegen Beermann. Marc Kleefisch lässt hier nichts anbrennen. Und dann steht es auf einmal 1:1. Neunter Saisontreffer für die Nummer 10 der Beker. Luca Beermann hampelt da noch so
etwas rum, ist dann aber in der falschen Ecke. Und ich vermute auch, wenn er in der richtigen Ecke gewesen wäre, wäre da kaum etwas zu halten gewesen. Sieht sich gut aufs Tor und Friesen kriegt den Ball aber nicht auf den Kasten. Nächster Flankenball, Hühling verpasst. Dritter Versuch und jetzt der Landkracher. Aufbau kann die Situation besser lösen. Und Kleefisch mit etwas Glück. Braun und Stromberg, der kann auch aus der Distanz schießen. Das hat er in dieser Saison schon ein paar Mal bewiesen. Guter Ball auf Braun und Braun macht das Ding. 2:1 für den FC Ingolstadt nach einer guten Kombination und einem guten Abschluss von Timo Braun. Stromberg auf Braun, die Drehung, das Händchen, der Schuss, das Tor. Das war gut rausgespielt, schon von hinten, von den Bekern. Neuer Spielstand 2:1. Die das mal und ruhig gelöst haben. Technisch sehr sauber. Timo Kleefisch dann an der Mittellinie mit ein bisschen Glück. Hat den Ball dann nicht perfekt mitgenommen. Und der Ball in die Spitze auf Stromberg dann auch. Richtig, richtig gut. Torrens. Wilms. Und Kleefisch, da hinten ist noch einer, nämlich Timo Braun, der Torschuss wird zur Flanke. Immer noch heiß. Bermann wieder auf Arme Dick. Karahan mal mit der Brust weitergeleitet, der Querschläger Ali. Und der erste Abschluss der zweiten Hälfte. Lia. Riesen und Dombröse. Der Ausgleich für den SC Wiedenbrück. Die hier jetzt einiges zu jubeln haben und sich dafür belohnen, dass sie in der zweiten Hälfte einfach nicht nachlassen. Friesen mit dem Ball. Meier kommt nicht mehr ran mit der Hand. Und dann der rechte Schienenspieler Dominik Dombröse. Stolpert den Ball fast da schon irgendwie so rein, aber das reicht für den Ausgleichstreffer. 2:2. Und das ist gemessen an dem Aufwand, den das Team hier von Daniel Brinkmann betreibt, schon in Ordnung. Schuss mit dem Tunnel und dann räumt Schlosser Brozowski da aber ab und der hat schon gelb und wenn du so mit gelb reingehst, ja, dann darfst du dich einfach nicht beschweren. Ja, 20 Meter vor dem Tor und Torrens kommt da nicht den Pfiff gegen sich. Die falsche Entscheidung. Wiedenbrück aber wieder im Ballbesitz und Zähleschuss kann hier die Führung für den SC Wiedenbrück besorgen. Kapitaler Ballverlust und Emre Aydinil, der neue Mann, bereitet das gut vor und Niklas Zähleschuss mit seinem zweiten Ding heute. Auch hier wieder überlegt, gute Bewegung. Und wieder ins lange Eck, relativ gefühlvoll. Und so kann hier Wiedenbrück das Ding also nochmal drehen. Und Torrens gegen Aydinil, der hier richtig dabei ist, genauso wie Kaptan und genauso wie Özer. Toller Ball auf Karahan und der macht ihn nicht. Ron Meyer erneut mit einer richtig guten Tat.
Das ist nochmal Kaptan. Das muss hier im Grunde das 4:2 sein. Nochmal mehr oder weniger alles nach vorne. Ball kommt lang von Ron Meyer. Und da sind natürlich auch Abnehmer. Und fast ist es sogar der Ausgleich. Braun ist das. Timo Braun legt nochmal quer und Felski. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos, irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da, ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.